Andererseits möchte ich hier rasch ein Beispiel eines Buches Mathematik für Informatiker, die ISBN 10 in diesem Fall, ISBN 10 für Bücher, besprechen. Es geht mir vor allem daher um die letzte Ziffer, das ist nämlich eine sogenannte Prüfziffer, die kontrolliert, wenn man beispielsweise einen Scan oder eine Eingabe der ersten 9 Ziffern machen muss, die den Autor und das Gebiet des Buches klassifizieren. Diese prüft, diese letzte Ziffer, ob die vorhergehenden Zahlen korrekt eingegeben wurden. Das scheint auf den ersten Blick nicht möglich, oder, dass das eine Zahl kann, dass sie da Fehler erkennen kann. Sie erkennt nicht alle Fehler, aber wir gucken gleich, welche Typen von Fehlern sie erkennt. Und man kann sich dann auch, wenn man das verstanden hat, wie das Verfahren funktioniert, vorstellen, welche Fehler eben nicht erkannt werden. Aber die meisten Fehler werden also erkannt, wenn ich mich da vertippe, wenn ich zum Beispiel, weiß nicht, an zweiter Stelle statt 8 eine 6 schreibe, dann wird das die Prüfziffer merken. Und die Prüfziffer merkt auch, wenn ich Zahlen vertausche, also wenn ich zum Beispiel hier diesen Positionen die 8 mit der 4 vertausche bei meinem Tipp, das sind so die klassischen Fehler, die passieren, oder wenn man so eine Zahl eingibt. Das wird also auch bemerkt durch diese letzte Prüfziffer. Und das möchten wir uns jetzt im Folgenden rasch anschauen. Ja, jetzt, wie wird diese letzte Zahl ausgerechnet, wenn ich die vorhergehenden kenne? Das geht folgendermaßen. Vielleicht nehmen wir hier gerade die Zahl für dieses Buch. Da haben wir nämlich ein Beispiel, das wir gerade auch kontrollieren können mit dieser Prüfziffer 1. Wir nehmen hier also die ersten 9. Und jetzt passiert Folgendes, nämlich man macht eine sogenannte gewichtete Summe. Ich gewichte jede Ziffer mit der entsprechenden Position, in der sie von links aus gesehen auftaucht. Also Position 1 ist eine 3, dann Position 2 ist eine 8, Position 3 ist eine 3, Position 4 ist eine 4, Position 5 ist eine 8 und so weiter. Das ist ähnlich. Ich rechne da jede Zahl, also multipliziere jede Zahl mit der Position in der Folge, in der sie vorkommt. Und am Schluss rechne ich dann Modulo 11. Und das wird mir eine Zahl zwischen 0 und 10 geben als Rest. Und diese Zahl ist dann die Checksum. Falls es Rest 10 geben sollte, dann wird ein X geschrieben für römisch 10, einfach damit man nur eine Stelle braucht, damit man nicht zwei Stellen braucht für diese Checksum-Prüfziffer, wie ich die auch nenne. Ja, wir können es ja mal für das vorliegende Beispiel machen. Ich nehme da jetzt gerade Wolfram Alpha, dann kann man dann direkt gucken, dass man gerade das Modulo auch noch nehmen kann. Also ich habe einmal die 3. Sie sehen, ich habe die beiden Nullen übersprungen, weil ich multipliziere dort mit 0 die Position. Das wird natürlich 0 geben. Dann kriegen wir 210 und das müssen wir ja jetzt Modulo 11 nehmen. Und ich kriege natürlich die 1, wie ich es erwartet habe, weil so ist es ja auch im Buch dort vorgegeben. Also wir kriegen da Modulo 11 kriegen wir die 1. Ja, nun möchte ich rasch zeigen, dass wirklich auch Fehler erkannt werden, wie Vertauscher und Vertipper. Dazu schauen wir uns rasch in Colab Programm an, das ich kurz aufgesetzt habe. Ich habe so eine, sind das da eine Funktion, def ISBN checksum geschrieben, die uns das macht. Ich habe hier zuerst, ich habe da nicht gerade direkt das hingeschrieben, sondern ein bisschen aufgebaut, diese Funktion, damit ich prüfen kann, ob ich richtig rechne. Hier im ersten Feld wird eine Liste der Ziffern gemacht und dann werden die eben mit der Position gewichtet, jeweils k mal der Position mal eben diesen Eintrag in der Liste und am Schluss wird dann Modulo 11 gerechnet, das Prozentzeichen steht für Modulo rechnen. Und dann wird eben ausgegeben, wenn die Prüfziffer richtig ist, dann wird eben OK ausgegeben und sonst macht das bereit, gibt es eine Fehlermeldung. Ja, vielleicht können wir auch hier die vorliegende nehmen, damit ich das rasch demonstrieren kann. Wir haben also unsere Nummer 38348096 und als Prüfziffer haben wir die 1. Ich kriege da 1 als Prüfziffer und jetzt sollte natürlich, muss ich hier auch noch tauschen,
Also das zweimal separat tippen, also 3834800961. Sollte jetzt OK kommen. Und jetzt möchte ich das rasch demonstrieren. Wenn ich da so einen Vertippen mache, zum Beispiel statt 86 schreibe, dann wird das eben diese Checksum registrieren. Die wird das bemerken. Oder wenn ich einen Vertauschen mache, natürlich nicht, wenn ich zum Beispiel 00 vertausche, das ist eben noch dieselbe Zahl, das wird nicht bemerkt. Aber wenn ich zum Beispiel hier 4 und 8 vertausche in der Position, dann wird das diese Checksum ebenfalls merken. Und wieso? Das wollen wir jetzt uns im Folgenden rasch anschauen. Ups, Typo. So. Ja, was passiert hier? Oder? Diese 10. Position, sagt ihr mal am 10, wenn wir das hier so durchnummerieren, das A10, wird ja ausgerechnet, nämlich die Summe zuerst von der 1. bis zur 9. Position nehme und diese Summe gewichte mit der Position, also mit der Position K und eben mit dem entsprechenden Ziffernwert dort multipliziere und am Schluss Modulo 11 rechnen, also Modell von wie das. Ja, jetzt, wie sieht es aus, wenn ich mich an einer Stelle vertippe? Machen wir mal den Vertipper zuerst. Sagen wir mal, ich vertippe mich an der Stelle I, kann ich das nennen, wie wir das wollen. Dieses I liegt einfach zwischen 1. Ich könnte auch die letzte Stelle dazu nehmen, das wäre kein Problem, oder? Wenn ich mich bei der Prüfziffer vertippe, dann ist die auch falsch. Ich kann mal sagen, okay, das ist eine Zahl zwischen 1 und 9. Irgendwo da vertippe ich mich. Das heißt, ich kriege dann, oder ich habe an dieser Position I, habe ich eine Zahl, sag mal A i tilde, die nicht gleich ist an dieser Stelle dort. Das heißt, ich nehme jetzt natürlich auch an, dass ich dort eine andere Checkziffer bekomme, sagen wir der A10 tilde, und die resultiert natürlich daraus, dass ich wie gewohnt alles zusammenzähle, einfach nicht hier, sagen wir für K ungleich I, oder? Für die würden wir dann separat noch dass es dieses andere A tilde dazu rechnen. Gewichtet natürlich mit der Position I. Ja, jetzt betrachten wir die Differenz dieser beiden Checksums. Wenn ich da diese beiden abziehe, das eine, die eine von der anderen, ja, was bleibt dann übrig? Dann bleibt natürlich nur die Differenz übrig an dieser Position, an der ich mich vertippt habe, weil die anderen Positionen stimmen ja überein. Also ich gehe jetzt mal von genau einem Vertipper aus. Manchmal kann es natürlich auch passieren, dass man sich zweimal vertippt. Muss man überlegen, wie es dann ausschaut. Und wenn wir jetzt uns einmal vertippen, dann würden alle anderen Positionen übereinstimmen, bis eben auf diese Position I. Und was habe ich dort? Ich habe dort also die Position I gewichtet mit AI von dem A10er. Und jetzt ist dort diese Differenz nicht 0, weil ich dort den Vertipper habe, weil ich dort ein anderes AI tilde habe an dieser Position. Ja, betrachten wir mal dieses Produkt. Ich kann ein I ausklammern. Und hier habe ich eine Zahl, die ist sicher nicht 0, weil sonst hätte ich mich ja nicht vertippt. Oder? Also AI ist sicher ungleich AI tilde, das ist ja der Vertipper. Jetzt diese Differenz, dieses AI minus AI tilde, das ist eine Zahl zwischen minus 9 und 9. Weil ja, ich könnte mich ja vertippen, oder wenn das eine 0 wäre und ich habe stattdessen eine 9 geschrieben, oder dann gäbe es minus 9, quasi so im Extremfall nach unten weg und nach oben weg, könnte ich sagen, ich hätte hier eine 9 und habe eine 0. Vertippt. Es gibt irgendwas dazwischen, zwischen minus 9 und 9. I ist ebenfalls eine Zahl zwischen 1 und 9. Und jetzt ist der springende Punkt folgender. Das ist ein kleiner Satz, aber der ist nahezu trivial. Wenn ich zwei Zahlen A und B habe, zwei ganze Zahlen, und einen Primfaktor P, und wir nehmen an, dass P weder die Zahl A noch die Zahl B teilt, dann wird natürlich dieser Primfaktor P auch nicht das Produkt teilen. Das ist unmöglich, oder? Weil wenn P A nicht teilt, dann kommt es nicht in der Primfaktorzerlegung von A vor. Und wenn P B nicht teilt, kommt es nicht in der Primfaktorzerlegung von B vor. Also kommt es sicher auch nicht in der Primfaktorzerlegung von A mal B vor. Das heißt, ich habe diese Implikation hier. Und jetzt Modulo 11 bedeutet, dass diese Zahl ist ja nicht durch 11 teilbar, weil das ist ja eine Zahl zwischen 1 und 9. Und diese Zahl hier ist auch nicht durch 11 teilbar, weil das ist eine Zahl zwischen minus 9 und 9. Das heißt, ihr Produkt wird auch nicht durch 11 teilbar sein. Das heißt also, diese Differenz hier, Modulo 11 betrachtet, ist ja nicht durch 11 teilbar, ist also sicher nicht 0.
Und das wiederum heißt, ich habe hier zwei verschiedene Prüfziffern. Also das heißt, so ein Vertipper, der wird tatsächlich bemerkt, es gibt nämlich eine andere Prüfziffer. Voilà, und deshalb eben wird dieser Vertipper bemerkt. Und jetzt kann man für einen Vertauscher kann man quasi genau gleich argumentieren hier mit auch diesem Schritt. Die Rechnung ist etwas anders, aber die Argumentation ist genau dieselbe. Können das mal als Übungsaufgabe machen. Nehmen Sie einfach an, Sie vertauschen zum Beispiel die Positionen I und J und dann überlegen Sie sich wieder, ja, wie sieht diese Differenz aus? Das gibt dann hier ein bisschen andere Differenz. Aber auch dann kann man wieder faktorisieren und dann mit dieser Argumentation einsehen, dass eben diese Differenz wiederum Modul 11 nicht 0 ist und deshalb ein Vertauscher auch bemerkt wird. Voilà, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.